Hallo und herzlich willkommen in der Hütte, im Walde, bei miesem Wetter, und da kommen dann diverse Faktoren zusammen. Ne? Ich dachte, ich erzähle heute einfach mal ein bisschen was zu der Thematik, was ist eigentlich gut dran, wenn der Winter kalt ist. Was daran schlecht ist, das hat man vielleicht schon mal aus Geschichten von früher gehört, nämlich es wird halt wirklich verdammt kalt, und durch den Winter zu kommen, war, bevor wir eine hochtechnologisierte Gesellschaft gewesen sind, durchaus nicht ganz trivial und nicht einfach nur einfach. Und das ist also heutzutage etwas anders, und dementsprechend kann man sich jetzt auch mal Gedanken machen, wofür ein kalter Winter eigentlich gut ist. Ja, und das sind größtenteils ökologische Faktoren. Es sind auch ein ganz paar ökonomische Faktörchen dabei, und ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass ich am Ende dann auch wirklich an alles gedacht habe. So, und zwar zunächst mal ein rein forstwirtschaftlicher Faktor ist die Tatsache, dass wenn der Winter dann sehr kalt ist, eben die Böden gefroren sind. Gerade Böden, die im Winter fast immer einen gewissen Feuchtigkeitshaushalt aufweisen, nicht immer, wie wir inzwischen leider gelernt haben, aber doch fast immer, frieren dann auch entsprechend tief runter, wenn es dann knallekalt ist. So, und das ist jetzt spannend, weil wir haben ja das Problem in der Forstwirtschaft, dass wir hohe Gewichte durch durchaus nicht sehr tragfähige Böden transportieren müssen. Nämlich Bäume wiegen halt nun mal schnell mal ein paar Tonnen pro Stamm, und gerade wenn das dann noch mehrere Stämme sind, die da auf einmal transportiert werden sollen, dann sind das ganz schnell mal ja sowas um die 30, 35 Tonnen, die da mal so unterwegs sind. Das können auch mal 40 oder 45 sein, auch das kommt vor. Und das Ganze über einen Waldboden oder durch einen Waldboden zu zerren bzw. zu fahren, selbst mit sehr breiten, das Gewicht wunderbar verteilenden Reifen, ist ein Thema. Und das macht nicht jeder Boden mit. Es gibt ja Böden, die haben da überhaupt keine Schwierigkeiten mit, da geht das. Da sieht man hinterher auch kaum, dass da einer gefahren ist, und alles ist gut. Es gibt aber auch Böden, da machen die das überhaupt nicht mit, und es ist wirklich ein großes Thema, dass da schwere Schäden schlicht und ergreifend am Waldboden passieren können und sich die Forstmaschinen sehr tief in den Boden einfressen. Und dann gibt es diese berühmten Gleise, die man sicherlich auch schon mal gesehen hat, die dann auch nicht so schön aussehen, und in denen allerdings, positiver Nebeneffekt, dann wunderbar irgendwelche Frösche, irgendwelche Laichtümpel anlegen können bzw. finden können, nachdem es dann irgendwann mal wieder geregnet hat. Trotzdem, das möchte man gerne vermeiden, und die einfachste Möglichkeit zur bodenschonenden Befahrung des Waldbodens besteht schlicht und ergreifend darin, dass man den Waldboden immer dann befährt, wenn er gerade gefroren ist. Gerade diese empfindlichen wasserführenden Böden frieren nämlich so richtig, richtig schön zu, und im gefrorenen Zustand kannst du da tonnenweise Holz drüber transportieren, das macht denen dann gar nichts, und hinterher sieht man davon so gut wie nichts, wirklich nur ein ganz kleines bisschen Oberflächenverwundung, und das ist alles, und prima. Na? Also das ist ganz klar der Grund, auch der Hauptgrund, weshalb Holzernte traditionell ohnehin größtenteils im Winter stattfindet. Früher war es übrigens so, und auch ein Vorteil von kalten Wintern, wenn sehr viel Schnee lag, dann hatte man auch die Möglichkeit, Holz ins Tal zu transportieren, in Berglandschaften, wie zum Beispiel im Schwarzwald, indem man eben mit dem Schlitten gefahren ist. Es ist Holz auf den Schlitten gepackt und bergab geht es von alleine. Das heißt, man brauchte da noch nicht mal einen Ochsen vorzuspannen. Standard Transportmittel im Sommer, Ochsenkarren. Standardtransportmittel im Winter, Schlitten. Ohne Ochsen oder mit Ochsen, aber selbst mit Ochsen ist ein Schlitten immer noch erheblich effizienter gewesen als diese primitiven Karren, die sie da so hatten. Also da ließ sich dann schon wirklich das Holz, eine größere Menge Holz mit gleichem Energieeinsatz oder auch gänzlich ohne Energieeinsatz einfach in Form von Hang runterrutschen transportieren. Wobei man natürlich sagen muss, dieses Hang runterrutschen mit diversen langen Baumstämmen hinten dran, auf einem ganz, ganz fragilen, selbst zusammengebauten Schlitten. Das ist natürlich völlig lebensgefährlich, und sobald man dagegen irgendwas dagegen gefahren ist, bremsen war da nicht mehr möglich. Weil mit was hast du gebremst? Ja, mit den Beinen, mit den Füßen sozusagen. Und damit kannst du bestenfalls, wenn überhaupt, verhindern, dass du völlig abartige Geschwindigkeiten erreichst und nur mit ziemlich abartigen Geschwindigkeiten den Berg runterrutschst. Ja?
Nichtsdestotrotz, das hat man damals so gemacht, die Leute waren damit zufrieden, das waren halt harte Kerle, da sie auch nur im Berufsfeld eben auch andere harte Kerle gehabt haben, haben sich dann harte Kerle mit harten Kerlen getroffen und zusammen über ihre harte Arbeit gesprochen und das hat dann wahrscheinlich dazu geführt, dass sich darüber nie irgendjemand wirklich beschwert hat. Und wenn dann einer bei dem ganzen Kram ums Leben kam, dann war es natürlich schon schade und der hat dann auch irgendwo gefailt, aber die anderen haben ja auch noch weitergemacht. Und dadurch gab es da eigentlich nie eine Proteststreik oder sonst was Kultur der völlig in Lebensgefahr lebenden Holzarbeiter, die da halt die Hänge runtergerutscht sind. Wahrscheinlich hatten sie sogar noch Spaß dabei. Das war schon eine ganz spezielle Sorte Mensch, diese Jungs. Ja, in der Form gibt es sie ja heute nicht mehr. Der moderne Forstwirt, da wird Wert drauf gelegt, dass er bitte am Leben bleiben mag. Gut, das war der ökonomische Faktor. Viel mehr ökonomische Faktoren fallen mir eigentlich fast gar nicht ein. Das ist nämlich durchaus ein Thema, dass es so früh dunkel wird. Was für Arbeitszeiten hat denn da dann ein Förster? Naja, ganz, oder ein Forstwirt. Das ist in dem Fall ja egal. Das ist relativ simpel. Sobald es hell wird, geht's los. Ja? Also Arbeitsbeginn, Sonnenaufgang, Arbeitsende, Sonnenuntergang. Wenn tatsächlich die Periode dazwischen so kurz ist, dass es für einen normalen Arbeitstag nicht reicht, dann machst du halt hinterher, nachdem es dunkel geworden ist, noch ein Stündchen Büro, schreibst noch ein paar Sachen auf, füllst noch ein paar Tabellen aus, sowas in die Richtung. Aber dann langt es auch. Es ist im Sommer halt eben anders, da kann man im Grunde durchaus auch später anfangen, weil es ist ja die ganze Zeit hell. Man will aber im Sommer potenziell auch durchaus früh anfangen, weil dann ist es noch kühl. Hängt halt immer davon ab, wie heiß ist denn der Sommer eigentlich. Das spielt auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle im Forst. Aber das nur nochmal am Rande angemerkt. Ja, sehr kalte Winter sind dann ein großer Vorteil, wenn wir uns die Mückenpopulation des folgenden Jahres angucken. Mücken saugen ja Blut, um zunächst mal Eier legen zu können, also die Weiblein. Und das tun sie in Gewässer. Und die Gewässer, sagen wir mal so, diese Larven, die schlüpfen, glaube ich, noch im gleichen Jahr oder zumindest, ja, tun sie. Und sinken dann auf den Grund und wollen am Gewässergrund sozusagen überwintern. Jetzt hängt es davon ab, aus zwei Faktoren. Erstens, wie kalt ist es? Zweitens, wie tief ist das Gewässer? Ja? Wenn wir es also mit einem flachen Tümpel zu tun haben, einem relativ flachen, und es ist sehr, 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 sehr kalt, dann je kälter, desto tiefer geht das Eis. Zunächst mal bildet sich oben eine ganz dünne Eisschicht, harmlos. Die wird dann dicker und dicker und dicker, je kälter es wird. Und irgendwann kann es durchaus passieren, dass die Schicht dann halt so dick wird, dass sie fast bis auf den Grund oder wirklich bis auf den Grund, kennt man ja von Pfützen, die sind ja meistens vollständig durchgefroren oder oft durchgefroren vollständig. Und dann ist halt das Eis wirklich auch ganz, ganz unten angekommen. Und jetzt ist es so, dass so eine Mückenlarve quasi in der Lage ist, 4 Grad Wassertemperatur, also dieses Minimum, kälter kann Wasser ja eigentlich quasi nicht werden, bevor es gefriert. Das überstehen die meisten Mückenlarven schon noch, die meisten oder zumindest viele. Aber wenn es wirklich gefroren ist, sind sie alle tot. Ja? Und heißt, ein sehr, sehr kalter Winter ist schon in der Lage, in gerade den niedrigen, flachen Pfützen quasi alle Mückenlarven zu killen. Und das macht dann schon nochmal einen Unterschied für die Gesamtmückenlarvenpopulation. Irgendwo haben die immer noch einen Tümpel, der tief genug ist, dass einige überleben. Aussterben tun die nicht, da muss man sich keine Sorgen machen. Auch nicht in Ländern wie eben Skandinavien, wo es ja wirklich enorm viele Mücken gibt. Oder auch Grönland, da gab es auch reichlich von den Viechern. Und obwohl es da saumäßig kalte Winter gibt. Also Mücke, Stechmücke ist schon sehr, sehr gut darauf angepasst, dann doch in einer hohen Zahl immer noch den Winter irgendwie zu überstehen, auch eben die Larven. Und dann halala, dann. Aber es ist halt ein Unterschied zwischen wirklich riesigen Mückenplagen, zum Beispiel gerade bei uns am Oberrhein ist das ein Thema, so Karlsruhe, solche Ecken. Da muss man zum Teil dann auch wirklich irgendwie Gift spritzen und Anti-Mückenmittel sozusagen in die Landschaft rauspusten, wenn ein extrem hohes drastisches Mückenjahr droht. Und das ist immer dann der Fall, wenn der Winter kein wirklicher Winter gewesen ist.
So, dann das nächste böse Insekt, das im Winter hoffentlich kaputt geht, wenn der dann kalt genug ist, ist natürlich der Borkenkäfer. Wer kennt ihn nicht inzwischen? Der ist ja für die diversen Kahlflächen und den fehlenden Wald, den wir zurzeit leider nicht lange suchen müssen in den meisten Regionen, verantwortlich. Ja, also einer der Verantwortlichen. Ja. Wenn nicht die Dürre und der Käfer gleichzeitig zusammengekommen wären, dann, also man kann genauso gut die Dürre dafür verantwortlich machen, weil ohne Dürre wäre der Käfer nicht in dieser Menge aufgetreten. Und ohne Käfer wäre die Dürre allein auch nicht in der Lage gewesen, so viel Fichte umzubringen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der Borkenkäfer, der überwintert in der Borke tatsächlich, bohrt sich da rein, geht dann in ein Überwinterungsstadium, lässt sich also wirklich, gefrieren ist das falsche Wort, aber er fällt in eine Winterstarre, sofern er dann als Imago überwintert. Das gibt es alle möglichen Varianten. Es gibt Überwintern als Larve, es gibt Überwintern als Imago, also als ausgewachsener Käfer, der dann im nächsten Jahr irgendwie dann überhaupt das erst anfängt, Eier zu legen. Also das hat man alles schon mal erlebt, sage ich jetzt mal. In jedem Fall gilt aber, dass je tiefer die Temperaturen, desto eher sind sie so knallekalt, dass sie auch die Isolation der Rinde, in der sich der Käfer versteckt, und so eine Rinde ist sehr gut isoliert, das muss sie ja auch sein, weil sie soll ja auch die thermische, also die Temperaturisolation fürs Kambium, die empfindliche Wachstumsschicht des Baums unter der Rinde, darstellen. Ja? Also eine gewisse Temperaturisolation durch die Rinde braucht jeder mitteleuropäische Baumart, weil jede mitteleuropäische Baumart auf einen Winter mit Frost und auch mal hin und wieder einen Winter mit viel Frost und starkem Frost angepasst sein muss, sonst könnte sie sich ja langfristig nicht überleben. Das muss man uns ja auch immer mal klar machen. Selbst wenn es nur alle 20 oder 30 oder auch von mir aus alle 50 Jahre einen knallekalten Winter gibt, müssen trotzdem alle Pflanzen in der Lage sein, einen hin und wieder mal stattfindenden knallekalten Winter zu überstehen. Wenn sie da gar nicht in der Lage zu wären, dann würden sie alle 50 Jahre aussterben, sozusagen. Ja? Oder zumindest in ihrem Bestand extrem stark zurückgedrängt werden. Drum nur wer langfristig in der Lage ist, auch jedes Jahr, auch wenn mehrere Jahre hintereinander ein sehr, sehr kalter Winter stattfinden würde, diesen zu überstehen, der hat langfristige Überlebenschancen als Baum, als sehr langlebige Pflanze in den zumindest teilweise kühlen Breiten, ja? Nämlich wo es halt einen richtigen Winter gibt. Und das ist bei all unseren heimischen Baumarten durchaus der Fall. Da ist keine dabei, die mit Winterkälte ein wirkliches Problem hätte. Ganz anders verhält es sich mit Spätfrösten oder Frühfrösten. Ein Frühfrost, das ist ein Frost, der zum Beispiel schon im Oktober einsetzt. Ja, wenn noch einzelne Blätter am Baum sind, wenn vielleicht noch nicht mal alle Blätter am Baum Herbstfärbung eingenommen haben, sondern da noch einige Grüne dabei sind, Anfang Oktober, potenziell auch Ende September, das könnte es. Hat sicherlich auch schon gegeben. Ja, die nächsten Jahre ist das unwahrscheinlich, aber das hat es schon gegeben. Und das nennt man dann halt eben einen Frühfrost, der quasi vorm Winter, am Ende des Jahres, vorm Winter sozusagen kommt. Das ist nicht so schlimm, weil schlimmstenfalls verfrieren dann die Blätter, die ohnehin jetzt im Herbst abgeworfen worden wären. Und das ist ein kleiner Verlust, das ist für die meisten Baumarten relativ problemlos zu ertragen und macht keine großen Sorgen. Es ist ein anderes Thema bei immergrünen Gehölzen, sprich unseren Nadelbäumen oder zum Beispiel im Ilex, der innergrüne Laubstrauch. Baum ist es ja eigentlich, ja gut, kann auch ein Baum sein. Weil wenn denen halt eben aufgrund eines zu frühen Frostes und einer noch gar nicht winterfesten Machung der Blätter bzw. Nadeln schwere Frostschäden passieren mit einem frühen Frost, dann hätten die ein massives Problem, weil das können sie halt eben nicht mal so eben im nächsten Frühjahr sofort wieder ausgleichen und dann ist wieder alles in Ordnung, sondern die fehlen dann langfristig und können nur sehr langsam regeneriert werden, wenn es dazu Blatt- oder Nadelverlusten kommt. Ist aber ein sehr, sehr seltenes Phänomen, dass es da wirklich zu Schwierigkeiten kommt. So, und das war also der Frühfrost, und ein Spätfrost, das wäre also ein Frost zum Beispiel im März, ja? Wenn die Vegetation schon am Auftauen ist, wenn die ersten Knospen schon aufgegangen sind, die Bäume anfangen auszutreiben und dann kommt nochmal ein Frost.
Da im März das noch relativ häufig der Fall ist, sind die meisten Bäume damit noch ganz gut zurechtgekommen, wenn es im März einen Spätfrost gibt. Der letzte schwere Fall von Spätfrost, den ich persönlich gesehen habe, war auf dem Schauinsland bei Freiburg im Breisgau. Da sind sämtliche Buchen schwer geschädigt gewesen, weil die treiben, völlig unabhängig davon, wo sie stehen, auch im Gebirge, um den 15. April aus. Ja, plus minus ein paar Tage, aber wirklich nicht viel. Und dann kam noch mal ein Frost nach dem 15. April. Und das war wirklich ein großes Problem. Das hat also enorme Schäden bei der Buche verursacht. Und mit sowas ist dann auch nicht zu spaßen, weil da ist ja der eigentliche Austrieb schon passiert. Und einfach so jetzt gleich nochmal austreiben, funktioniert natürlich nicht. Dann kommt es zum sogenannten Johannistrieb. Das heißt also ein zweiter Austrieb im gleichen Jahr. So um Anfang Juni, ja, Anfang bis Mitte Juni meistens so in diese Richtung gehend. Und da kann dann nochmal ein bisschen was regeneriert werden. Der Rest vom Sommer kann dann auch nochmal für Photosynthese zur Verfügung stehen. Ganz wichtige Sache für verschiedene Laubbäume, die eben standardmäßig eigentlich sehr früh austreiben, damit dann das Risiko eingehen, eben nochmal zu verfrieren von den Blättern her. Aber auch die Chance haben, eben sehr viel Zeit vom Jahr auch nutzen zu können. Je früher die Blätter draußen sind, desto früher kannst du Photosynthese und desto länger kannst du Photosynthese machen, bis dann wieder der Herbst kommt. Ja, aber das ist eigentlich ja nicht, gehört jetzt eigentlich gar nicht zum Thema, wollte ich einfach nur noch mal kurz erklärt haben, weil es gerade so schön ergeben hat. Ja, für viele Baumarten ist ein kalter Winter auch sehr, sehr wichtig, weil nämlich die Bäume wissen, mit fetten Anführungszeichen, dass es für viele Insekten Spinnentiere und Ähnliches ja ein großes Problem darstellt, wenn der Winter sehr, 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 sehr kalt ist. Das heißt, deren Population geht sehr stark zurück. So, und jetzt gibt es Bäume und auch andere Pflanzen, die sich eben genau auf so eine Situation eingestellt haben. Deren Samen brauchen nämlich ein deutliches Kältesignal, nennt man das. Das heißt, der Samen beginnt erst überhaupt keimen zu wollen und keimfähig zu werden, wenn er eine Zeit lang eine gewisse Menge an Frost abbekommen hat. Also das kann schon sein, dass der wirklich eine Woche lang gefroren sein muss, sozusagen, bis dann innerhalb des Samens eben akzeptiert wurde, okay, das war jetzt das Frostsignal, da gibt es wirklich so eine Art Rezeptor, der so ein Schalterchen, kann man sich das vorstellen, der erst nach 7 Tagen Frost umgelegt wird, und wenn das nicht passiert ist und keine 7 Tage Frost passiert sind, dann wird der auch nicht umgelegt und der Samen bleibt unkeimfähig. Ja? Also dann kommt der Frühling, der Samen könnte theoretisch keimen, tut er aber nicht, weil der Schalter ist noch nicht umgelegt. Und dann bleibt der Samen liegen, wenn er nicht gefressen wird, ist natürlich die andere Voraussetzung, bis zum nächsten Jahr in der Hoffnung, dass dann im Winter jetzt dann aber eben diese 7 Tage Gefrorensein passiert und das Schalterchen umgelegt wird und erst dann setzt der Keimungsprozess ein. Das kann also theoretisch wenn es den Samen dann durchhält, aber theoretisch kann das eben viele Jahre bis hin zu Jahrzehnten oder sogar bei ganz seltenen Spezialfällen auch mal 100 Jahre dauern, bis dann tatsächlich die Keimruhe, nennt man das, dass der Samen noch gar nicht in der Lage wäre zu keimen, selbst wenn es warm wird und so weiter, bis die Keimruhe sozusagen aufgebrochen wird und die Keimung stattfinden kann. Diesen Prozess, das Durchbrechen der Keimruhe sozusagen, dass eine bestimmte Sache passiert sein muss. In vielen Fällen ist es eben Frost, in manchen Fällen ist es auch so und so viele Tage lang muss es so und so hell gewesen sein, bis der Samen austreibt, dass der also einen Lichtrezeptor hat. Aber meistens ist es Frost und das nennt man Stratifizierung von Saatgut. Wenn man jetzt also künstlich das Saatgut irgendwo einsammelt, vom Baum pflückt zum Beispiel und dann irgendwo über den Winter aufhebt, und es dann tatsächlich mal für eine Woche in den Kühlschrank packt, damit das Saatgut dann auch stratifiziert wurde, sprich sein Kältesignal bekommen hat und man simuliert, dass ein kalter Winter gewesen ist. Da müssen wir jetzt noch klären, warum zum Geier haben Pflanzen diese Funktion, diese Stratifizierungsfunktion, dass sie erst auf ein Kältesignal warten, bis sie anfangen auszukeimen. Es gibt verschiedene Theorien. Und es kommt auch darauf an, auf welche Art von Kältesignal die jeweiligen Pflänzchen bzw. Bäumchen warten. Wenn es darum geht, dass sie einfach ein sehr langes Kältesignal gehabt haben müssen,
dann ist damit relativ einfach zu erklären, dass das ist jetzt eine Pflanze, die quasi dadurch, dass sie mitzählt, es war jetzt so und so viele Tage kalt, dann muss der Winter ja im Grunde bald vorbei sein, dann fange ich jetzt an zu keimen. Ja? Also die beginnt dann auch sofort zu keimen, nachdem sie ihr Kältesignal gehabt hat. In dem Moment geht der Schalter um und die Keimung setzt ein. Selbst wenn noch Schnee liegt, selbst wenn es noch kalt ist. Aber statistisch ist halt einfach eine relativ hohe Chance, dass der Winter jetzt bald vorbei sein muss. Und darum lohnt es sich jetzt schon mit der Keimung loszulegen, um quasi der Erste zu sein, der das Köpfchen rausstreckt aus der Laubschicht, sobald sich die Sonne im Frühling blicken lässt und der Schnee geschmolzen ist. Ja? Also das ist so die eine Möglichkeit. Die andere ebenfalls sehr beliebte Möglichkeit, also häufig vorkommt, ist halt die, erst wenn eine bestimmte Kältereaktion erfolgt ist und erst wenn ein wirklich kalter Winter stattgefunden hat, keimen manche Pflanzen, weil die Kälte hat dann logischerweise im Idealfall sogar noch irgendwelche Insekten gekillt oder sogar sehr viele Insekten gekillt und die Chance, dass dann eben im Frühjahr erstmal sehr wenige Insekten da sind, die als Fraßfeinde zu betrachten wären, ist damit relativ hoch. Ja? Sollte im gleichen Jahr, also im Jahr, in dem ein kalter Winter ausbleibt, in dem der gar nicht stattfindet, eben kein Kältesignal erfolgen, dann lohnt es sich nicht, auch in diesem Jahr zu versuchen zu keimen, weil die Insekten wären ja alle noch da. Also sämtliche Larven, die versucht haben zu überwintern, haben das auch geschafft, weil es ist halt ein sehr milder Winter gewesen und dann sind sie auch alle durchgekommen. Ja? Also so in etwa kann man sich das überlegen, dass das funktioniert. Das ist also eine Form von Strategie, wenn man es so nennen möchte. Ist alles genetisch kodiert. Ja? Da steckt kein Gehirn dahinter, da steckt kein Überleben dahinter. Da steht so auf der DNA, dass das genau so gemacht werden muss. Ist also im Bereich der Pflanzen was ganz, ganz anderes. Eine Strategie, eine pflanzliche Strategie sozusagen, als eben eine bewusste Entscheidung, ich mache das jetzt so, wie sie eben von mindestens höheren Tieren gemacht werden kann. Ja. Aber das ist jetzt wieder philosophisch. Meiner Meinung nach kann man damit also einfach Pflanzen so überhaupt nicht in vielen Bereichen, so überhaupt nicht mit Tieren und schon gar nicht mit höheren Tieren vergleichen. Aber ja, gibt auch Leute, die das trotzdem tun, bekanntermaßen. So, ich überlege mal noch kurz, ob mir noch ein Beispiel einfällt. Aber das sind so die wesentlichen Faktoren bisher auch gewesen. Ja, da kommt es auch schon, ja. Wichtig ist natürlich auch immer, das darf man auch nie vergessen, wenn man jetzt nur über Pflanzen spricht, die ganzen Tiere, insbesondere auch die größeren und die Säugetiere. Es gibt ja innerhalb der Population von so Tieren, das kennt man jetzt wieder aus diesem Circle of Life-Gedöns-Zeugs, durchaus auch Kranke und Schwache. Und was Kranke und Schwache dann meistens relativ bald umbringt, noch eher als Raubtier allein, selbst in einem völlig natürlichen Ökosystem, wo die Raubtiere im großen Umfang, also im normalen Umfang vorhanden sind. Meistens ist es eine Kombi, gerade bei großen Tieren, die ja auch dann mal sterben müssen, die auch wichtig sind, dass sie mal sterben, weil sie dann einen ganzen Haufen Dünger sozusagen für die Pflanzen und für weiteres Leben bedeuten. So ein Moschusochse zum Beispiel, ja? Im nördlichen Lebensraum oder ein Elefant in Afrika und sowas. Ja, die müssen schon mal von irgendwas, im Fall von Afrika ist es nicht der Winter, der den Elefant umbringt. Aber im Fall von Moschusochsen kann schon sein, dass ein alter und kranker und schwacher Moschusochse, auch wenn die normalerweise wirklich keine großen Schwierigkeiten mit dem Winter haben, dann irgendwann von einem sehr, sehr kalten Winter dann halt doch umgebracht wird. Und das ist dann unendlich wichtig für alle anderen Bestandteile der Nahrungskette, weil dann kommt der Fuchs, der im Winter nämlich auch nicht viel zu fressen findet und kann sich da einen Moschusochsenstänkel schnappen zum Beispiel. Also mit dem kann er nicht weglaufen, der ist immer noch zu schwer zum Tragen. Aber der kann da wirklich massive Mengen an Fleisch vertilgen. Ein Eisbär, der gerade an Land unterwegs ist, die Männchen machen nicht immer Mittagsschlaf, die sind normal, Mittagsschlaf, oh Gott, Winterschlaf, die sind oft auch den Winter über unterwegs, das gibt's auch gerade heutzutage, bleiben immer mehr Eisbären wach. Und brauchen dann auch irgendwas zu futtern unterwegs. Und dann ist so ein von sich aus gestorbener Moschusochse, von der Kälte getöteter Moschusochse natürlich eine sehr willkommene Nahrungsquelle. Und auch für viele andere, für Krähen, für sonstige Bewohner der Arktis. So viele gibt es da ja gar nicht. Ne? Und schon gar keine Fleischfressenden, aber auch Wölfe natürlich nochmal ein Thema.
Das ist ganz, ganz wichtig für solche Ökosysteme, gerade die, die einen harten Winter aufweisen, dass eben dieser Winter auch ein selektierender Faktor ist, der die Schwachen in der Gesamtpopulation halt dahinrafft, sodass die Starken dann übrig bleiben. Und frei nach Darwin ist das dann durchaus ganz normales Survival of the Fittest, wie man das eben aus vielen entsprechenden Biologiebüchern auch kennt. Also da spielt der Winter eine ganz große Rolle und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der auf keinen Fall vernachlässigt werden darf. Und das ist halt eben auch wichtig. Nichts lebt ewig und soll es auch nicht. Und das führt dann eben der Tod von einem führt ganz oft zum Überleben von vielen. Und das ist nirgendwo so deutlich wie in sehr, sehr kalten Wintern, in Landschaften, wo sehr, sehr kalte Winter dann eben entsprechend auch vorkommen. Ja. Ich glaube, das sollte es im Wesentlichen gewesen sein. Das sind auf jeden Fall die wichtigsten Sachen und Funktionen ökologischer Art von sehr kalten Wintern. Und damit bedanke ich mich, wünsche wie immer einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.